Startziel sicherte sich Edelbert Omer den ersten Vorlauf zum Hamburger Stutenpreis 1992 mit der fünfjährigen Madeline Navely-Tochter Atlanta. Atlanta steht im Besitz bei Herrn Michael Vogt. Wir gratulieren sehr herzlich zu diesem Erfolg. Die Sieger im ersten Vorlauf zum Hamburger Stutenpreis, Edelbert Omer und Atlanta. Siegerehrung nun für Atlanta und Edelbert Omer, die Sieger im ersten Vorlauf zum Hamburger Stutenpreis aus dem Verwaltungsrat der HTRG. Herr Peter Bollmann bei der Ehrung für Edelbert Omer und Atlanta. Und ganz besonders begrüßen wir bei dieser Siegerehrung auch Klaus Tomforde, den Torwart des FC St. Pauli. Nachher hat er noch einen Auftritt im Sulki. Jetzt erstmal bei der Siegerehrung. Siegerehrung für Atlanta, Edelbert Omer. Großer Bahnhof hier im Winner Circle, drei Hamburger Pferde auf den ersten drei Plätzen. Ich muss mich mal zu Edelbert Omer hier erstmal durchdrängen. Edelbert Omer, kürzlich erst ist Atlanta zu Ihnen gekommen, heute gleichen Sie sich im Zuchtern. Was haben Sie mit dem Pferd eigentlich verbessert? Ja, wir verstehen uns vielleicht sehr gut und jetzt ging es heute sogar von vorne. Bislang habe ich immer von hinten sehr vorsichtig angehen lassen, aber jetzt so zu vertrauen, es scheint zu klappen. Die Stute war vorher sehr defizil, hatte zwei Rennen vor diesem Rennen gewonnen, nun gleich in einem Zuchtrennvorlauf. Ist sie so verbessert, dass sie im Finale vielleicht noch ins Geld laufen kann? Das ist ja fast unmöglich gegen die gewinnreichen Pferde. Ja, für sie ist jetzt fremd der Bänderstart und ich weiß nicht, ob sie da gut wegkommt, aber wenn das geht, ich glaube, sie ist sehr gut, sie hat viel Kapazität und so. Das ist ja gut, eine Abschlussfrage. Sie sind viel in Hamburg gefahren, zuletzt mehr auf den westdeutschen Bahnen. Wird man sie in den nächsten Wochen auch wieder häufiger hier sehen? Ja, sicher. Ich möchte Hamburg, also ich habe Hamburg sehr gerne und hier ist zu fahren. Im Wochenende werde ich immer beibehalten. Am Anfang der Woche kann man dann Westdeutschland so ein bisschen ins Auge fassen, aber übers Wochenende bin ich ganz gerne hier in Hamburg. Globetrotter zwischen den Bahnen, Edelbert Omer aus Atlanta hat eine zuverlässige Pferdedame gemacht. Ihr Applaus für den Sieger im ersten Vorlauf zum Hamburger Stutenpreis. Auf der Siegparade nun Atlanta und Edelbert Omer. Ja, und noch einer ist dabei, der hat Atlanta in den Winner Circle gebracht und auch herausgebracht. Und auch an ihn geht unser besonderer Glückwunsch, denn das ist schließlich der Besitzer von Atlanta, Michael Vogt. Herzlichen Glückwunsch!